herzlich willkommen zu Das heiße Eisen, worüber ganz Österreich diskutiert. 30 Millionen Österreicher diskutieren zurzeit einen Vorschlag von Erwin Pröll. Sollen wir den Bundespräsidenten einsparen? Ja oder nein? Bis zu 300 Milliarden Euro pro Jahr könnte man so einsparen. Aber ist der Bundespräsident davon auch überzeugt, dass es eine gute Idee ist? Wir wollen ihn fragen. Guten Morgen, liebe Österreicherinnen und liebe Österreicher, liebe Tschuschenneger und sonstiges Gesindel. Guten Morgen wünsche ich! Nein, sag ich bitte. Der Job des Bundespräsidenten, Job bitte heißt Arbeit, ist ein wichtiger Beruf. Und ich möchte nicht eingespart werden. Und ich glaube, dass mein Volk auch dieser Meinung ist. Fragen wir sie doch einfach selber. Danke. Hallo, guten Tag. Guten Morgen. Wir kommen von das heiße Eisen, worüber Österreich diskutiert. Der Bundespräsident, bitte, finden Sie, dass der... Nein, bitte, liebe Dame. Guten Morgen, bitte, bisschen Bundespräsident. Spät aufgestanden. Ja. Sind Sie spät aufgestanden? Also? Sie. Warum? Weil Sie sagen, guten Morgen. Richtig. Der Erwin Pröll will ihn überhaupt abschaffen. Was halten Sie davon, dass der Bundespräsident abgeschafft werden soll? Nicht. Das ist schon immer gewesen, seit ich auf der Welt bin. Richtig. Und eins möchte ich Ihnen sagen. Sie gefallen mir so gut, unter anderem deswegen, weil Sie die gleiche Frisur haben wie ich. Humor braucht der Mensch. Danke Ihnen. Erwin Pröll will ja, dass der Bundespräsident abgeschafft wird. Was halten Sie davon? Ganz ehrlich, brauchen tun wir keinen Präsidenten. Aha. Darf ich fragen, warum Sie das glauben? Ja, die nur Repräsentationszwecke, sonst... Naja, aber die Repräsentationszwecke sind doch wichtig für das... Könnte auch der Kanzler oder der Vizekanzler oder wie andere übernehmen. Ja, aber wenn Sie an unseren Kanzler denken, bitte, an den Dr. Faymann, ist das gut, wenn der die Repräsentationsangelegenheiten... Er wird es schaffen. Grüß dich, wie heißt denn du? Inka heißt sie. Inka? Inka, ja. Und der andere? Martischer. Martischer. Ja, aber jetzt hier ein bisschen über Hunde reden, das ist ja halt auch nicht das, warum man unbedingt einen Bundespräsidenten bräuchte, ganz ehrlich jetzt. Ich meine, man könnte bis zu 30 Millionen Euro einsparen, wenn man den Bundespräsidenten einspart. Geld, das man vielleicht besser ausgeben könnte? Ja, ich würde sagen, woanders das Sparen war noch gescheiter. Ja, zum Beispiel beim Hundefutter. Wieso? Die fressen nur einmal am Tag. Wirklich? Wie oft frisst denn der Bundespräsident am Tag? Der Bundespräsident hat 3 Mahlzeiten am Tag. Siehst du? Und die fressen nur einmal am Tag. Ja. So, schauen wir mal. Herr Bundespräsident, ja? Brauchen Sie nicht. Noch haben Sie den Job doch. Naja, kann ja vorsorgen. Schaut, dem Teebeutel kann man sich vielleicht noch einen Tee machen. Lieber Erwin Pröll, wollen Sie das? Ist es das, was Sie beabsichtigen? So ein armer, älterer Herr. Den stecke ich mir auf jeden Fall einmal ein, nicht? Alter Mann ist kein Teezug, sagt man, nicht? Humor braucht der Mensch! Guten Morgen wünsche ich!